Willkommen zurück zu einem neuen Video rund um Genshin Impact. Zu Tag 5 der Symphonie der Hypostasen Challenge. Zu Beginn möchte ich kurz zwei Themen ansprechen. Eines ist für zukünftige Projekte. Und zwar habe ich vor, verschiedene Challenges rund um Genshin Impact zu machen. Es wird viel oder sehr, sehr viel kommen. Crazy Stuff. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, falls ihr irgendwas sehen möchtet von mir, schreibt es unten in die Kommentare. Und die zweite Sache, die ich noch sagen wollte, ist, ich habe von vielen gehört, dass sie Schwierigkeiten haben mit dem Event, dass viele ihre Charaktere noch nicht genug gelevelt haben oder einfach allgemein der Boss viel zu schwer sei. Und deshalb, falls ihr irgendwelche Probleme habt, Ich helfe euch gerne, wir können einen Livestream machen, ich kann euch helfen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr Hilfe braucht und ob ihr das wollt. Und dann kann man sich gegenseitig helfen. Zum Video. Wir sind bei Tag 5. Ihr habt es gesehen, wahrscheinlich Tag 4 war nochmal der gleiche Boss und an Tag 5 ist nochmals derselbe Boss wie an Tag 2. Wie gesagt, wir machen das Positives daraus und wir nehmen uns natürlich die Punkte wieder mit. Ich werde es euch wieder zeigen auf einfach, wie ich den Boss am schnellsten erledige und wie ihr das auch tun könnt. Ich sehe das alles sehr positiv, weil okay, der Boss ist zwar derselbe, aber warum nicht? So weiß man, wie man ihn am besten besiegen kann. Bei mir ist es mit Ganyu. Ich schieße einfach von weitem ein bisschen Damage rein. Zwei Schüsse. Dann ist der Boss schon fast tot. Und dann muss man die Partikel einsammeln. Die bewegen sich. Das ist beim Boss auf der Map, also beim alten Boss, den man besiegen muss, nicht so. Das haben sie ja anders gemacht. Und falls der Boss in der Endphase war, müsst ihr ihn nur noch einmal hitten. Und dann sollte der Boss tot sein. Kommen noch die Tornados rein. Den weichen wir einfach aus. Kein Problem. Warten, bis der Boss runterkommt. Und dann hitten wir ihn noch ein letztes Mal. Und so ist eigentlich die Challenge schon geschafft. Falls euch das Video gefallen hat, gebt doch ein Like. Schreibt einen Kommentar, je nachdem, ob ihr Hilfe braucht oder ob ihr irgendwelche crazy Projekte machen wollt. Und wie gesagt, vergesst nicht, die Primo Gems mitzunehmen. 60 Stück sind's. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ein kurzes Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!